Vielleicht hast du schon eine ganze Menge Predigten über das Gebet gehört und so manches Buch dazu gelesen und denkst vielleicht, als du eben gehört hattest, worum es heute geht, nein, nicht schon wieder. Gibt es nicht ein spannenderes Thema als Beten und Gebet? Ja, die Gefahr bei diesem Thema abzuschalten ist, denke ich, durchaus vorhanden. Vielleicht, weil du bei diesem Thema ein schlechtes Gewissen hast und dir bewusst wird, tja, das mit dem Beten, bei mir ist es damit nicht so dolle. Oder vielleicht, weil du es im Laufe deines Christseins zunehmend als langweilig empfunden hast. Oder vielleicht sogar, weil du im Blick auf dieses Thema von Gott enttäuscht bist. Wie lange, wie oft habe ich für konkrete Anliegen gebetet und Gott hat nicht reagiert? Nichts ist passiert. Das kann zu einer ganz bitteren Enttäuschung Gott gegenüber führen. In den letzten Jahren habe ich von Christen mehrfach Aussagen gehört, wie, ich zitiere, das Konzept Gottes mit der Ehe, das funktioniert nicht. Und letzte Woche habe ich so eine Aussage gehört, das Konzept Gottes mit der Gemeinde, das funktioniert auch nicht. Und vielleicht denken so viele und sprechen es nicht aus, das Konzept mit dem Gebet, auch das funktioniert nicht. Hinter solchen Aussagen stehen oftmals bittere Enttäuschungen und Verletzungen von Ehepartnern, innerhalb der Gemeinde, von Mitchristen, sodass immer mehr Christen Gemeinden verlassen und so wurde es mir auch schon gesagt, ich suche auch keine andere Gemeinde mehr. Ich habe davon die Schnauze voll. Ja, und einreihen in diese Aussagen könnten sich eben auch die Aussage über das Gebet, das Konzept mit Gottes, mit dem Gebet, das funktioniert irgendwie nicht, jedenfalls nicht für mich. Ich möchte ja heute, wie schon angekündigt, im Rahmen unserer Predigtserie, Jüngerschaftspredigtserie, Glaube durch Denken, Verstehen, Leben weitermachen. Wir hatten zuletzt uns Gedanken gemacht über dieses Element Bibel in der Vertikalen und nun kommt das Gebet dazu. Beides ist ja essentiell lebensnotwendig für unsere Gottesbeziehung, dass unsere Gottesbeziehung lebt, lebendig bleibt, wächst. Und darum soll es heute Morgen gehen, um das Thema Gebet. Und wenn du da vielleicht auch im Blick auf dieses Thema Vorbehalte hast, Enttäuschung hast, ist es mein Anliegen, dass du diesem Thema eine Chance gibst, dass du hoffentlich neu motiviert wirst, mit Gott in Kontakt zu treten und den Kontakt zu Gott neu zu suchen. Ja, Bibel und Gebet, wie gesagt, sind ganz entscheidend für unsere Gottesbeziehung und sie entscheiden darüber, ob diese überhaupt lebendig bleibt oder ob sie einschläfernd und langweilig wird. Das schriftliche Wort, das uns Gott in der Bibel offenbart hat, ist genauso entscheidend wichtig wie das ausgesprochene Wort in der Zwiesprache mit Gott. Das, was wir Gott aus unserem Herzen, aus unserem ehrlichen Herzen sagen und was Gott auch zu uns spricht, durch Gedanken, durch Bibelworte oder durch die Stille, wenn wir einfach Zeit mit ihm haben. Ich habe meine Predigt überschrieben mit dem Titel Gebet, lästige Pflicht oder Lebenselixier. Wie würdest du auf diese Frage antworten? Ist es für dich ein Lebenselixier, etwas, was dich erfüllt, was eine Oase für dich ist, in der du, wenn du betest
und dir bewusst Zeit für das Gebet nimmst, immer wieder auftanken, aufatmen kannst, erfrischt wirst? Oder ist es doch mehr so eine lästige Pflicht? In meinem ersten Punkt möchte ich mit einer der wichtigsten Fragen überhaupt beginnen. Nämlich der Frage, erstens, wen oder was beten wir an? Es ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt. Denn das erste Gebot, das allen anderen Geboten voransteht, lautet: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist das erste Gebot, das Wichtigste, was allen anderen voransteht. Und wie schnell das Volk, das dieses Gebot von Gott empfing und auch die anderen Gebote empfing, wie schnell dieses Volk Gottes, das kurz zuvor aus der Sklaverei in Ägypten von Gott befreit und errettet wurde, genau an diesem Gebot versagt hat, das wissen wir alle, nämlich die berühmte Geschichte vom goldenen Kalb, vom Tanz um das goldene Kalb, das das Volk Gottes anbetete. Und ich finde es geradezu erschreckend, wie schnell das Volk Gottes umgekippt ist und diesen lächerlichen Goldklumpen, den sie da ja zusammengeschmolzen haben von allen ihren Schmuckgegenständen, Ringen, Kettchen und was auch immer, wie sie dann diesen Goldklumpen als ihren neuen Gott nehmen. Und ich zitiere 2. Mose 32, 8. Wie schnell haben sie sich von meinen Geboten abgewandt? Sie haben sich ein goldenes Kalb gegossen, sie sind vor ihm niedergefallen, haben ihm Opfer dargebracht und gerufen, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Ja? Dieser Klumpen Gold, der hat sie aus Ägypten befreit. Was für ein Hohn. Ja, jenes goldene Kalb hat heute, möchte ich mal so sagen, viele Gesichter, viele verschiedene Gesichter. Denk an das, was dich am meisten beschäftigt und begeistert und einen beträchtlichen Teil deiner Gedanken und deiner Zeit einnimmt. Es hat das große Potenzial, dein goldenes Kalb zu sein, von dir angebetet zu werden. Bevor ich Christ wurde, hatte ich ein solch goldenes Kalb. Aber mit meiner Umkehr zu Gott und dem neuen Leben mit Jesus änderte sich das. Aber ich habe dann beobachtet, Jahre später, und ich beobachte es auch bei anderen Christen, und ich schließe mich da auch voll und ganz ein, diese goldenen Kälber, die wir einst anbeteten, machen sich irgendwie nach geraumer Zeit doch wieder ein Stück weit bemerkbar. Kennst du das? Vielleicht in einem anderen Gewand. Sie versuchen, wieder dein Herz zu gewinnen, so ganz schleichend und trickreich, um dich wieder gefangen zu nehmen, sich bei dir einzuschmeicheln und einzuschleichen, in Konkurrenz zu Jesus zu treten, um dann wieder den ersten Platz einzunehmen. Das haben diese goldenen Kälber so an sich. Und ich glaube, das erste Gebot ist deswegen das erste Gebot und steht ganz am Anfang, weil es schöpfungsgemäß im Menschen angelegt ist, dass er ein anbetendes Wesen ist, dass er von Gott geschaffen wurde als sein Gegenüber, um mit Gott in Beziehung zu treten, um in einem Liebesverhältnis, in dem Anbetung Gottes eine ganz entscheidende Rolle spielt, weil der Mensch genauso von Gott konzipiert worden ist und geschaffen worden ist, damit er in der Gemeinschaft mit Gott diesen ehrt, Gott erfreut, Gott verherrlicht und in seinem ihn liebenden Gott seine allertiefste Lebenserfüllung findet. Zusammengefasst all das, um Gott aus tiefstem Herzen und tiefstem Dank anzubeten. Das ist
der Sinn, das ist das Ziel Gottes mit der Schöpfung seines Gegenübers von uns Menschen. Aber wenn dieser wunderbare Gott durch etwas anderes oder anderen ersetzt wird, leidet nicht nur die Gottesbeziehung, sondern sie wird eigentlich dadurch zerstört und zersetzt. Von daher nochmal die Frage, wen oder was beten wir an? Diese Frage gilt es zuallererst ganz ehrlich zu klären. Ist es Jesus? Ist es der dreieinige Gott der Bibel? Oder vielleicht doch etwas anderes, was in deinem Leben mittlerweile eine solch hohe Bedeutung gewonnen hat, dass dieses andere eigentlich den Platz Gottes eingenommen hat. Das dich mehr begeistert als Gottes Sache, dich mehr vereinnahmt, mehr beschäftigt, dir ein besseres Gefühl vorgaukelt, mehr Anerkennung verspricht, dein Herz vereinnahmt hat. Um dich dann, und das ist immer so bei diesen goldenen Kälbern, um dich dann am Ende leer, enttäuscht, verführt und listig ausgetrickst zurückzulassen. Denn kein Geld der Welt, kein Reichtum dieser Welt, kein Traumpartner, kein Traumauto, kein Traumjob oder was auch immer das goldene Kalb sein mag, kann dich am Ende glücklich machen und dir die Lebensfülle bieten, von der Jesus sprach, als er sagte, ich bin gekommen, um euch das Leben in der Fülle zu bringen, mit meinen eigenen Worten, ein überfließendes Leben von Glück, Frieden, Trost und Gottes Liebe. Dazu ist Jesus gekommen und kein Ding, kein goldenes Kalb, nichts anderes außerhalb von Gott und Jesus auf dieser Welt kann uns das geben. Das wird an so vielen Beispielen immer wieder deutlich. Prominente, Multimillionäre, Milliardäre werden nicht glücklich. Hat mir übrigens diese Woche ein Mensch, der kein Christ ist, genauso auch gesagt. Der hat das schon mal kapiert. All das kann nicht glücklich machen. Ich wünsche dir so sehr, dass du diese Worte von Jesus aus Johannes 10,10 persönlich erfahren hast. Dass bei allen Kämpfen, bei allen Frustrationen, Enttäuschungen und Dingen in unserem Leben, die bei uns überall vorkommen, wir trotzdem diese innere Fülle, dieses Glück, diesen Frieden, diese Hoffnung, diese Sinnerfüllung durch Jesus wirklich erfahren hast oder noch erfährst, das wünsche ich dir. Wenn du auf der richtigen Spur bist und Gott anbetest und kein goldenes Kalb, dann möchte ich jetzt nochmal diese Frage stellen. Wen beten wir an, wenn wir zu Gott beten? Und ich habe mir die Frage beim Nachdenken darüber gestellt, kann es sein, dass wir uns oft das gar nicht klar machen, zu wem wir eigentlich beten? Welch großes Vorrecht, welch große Gnade und welcher Segen es ist, mit Gott in Kontakt treten zu dürfen? Und was dann in der unsichtbaren Welt passiert, wenn wir das tun, wenn wir beten? Dass, wenn wir beten, ich möchte es mal so umschreiben, wir unsichtbar vor dem Thron Gottes im Himmel erscheinen und der Schöpfer des Universums uns und unsere Worte vernimmt, unsere Anliegen wertschätzt und ich sage es mal so, und sammelt, oft nicht gleich beantwortet, ja, das ist so, aber sammelt. Und wie oft habe ich das schon gehört von Christen, die Jahrzehnte gebetet haben, und dann hat es sich vielleicht noch am Lebensende erfüllt oder unmittelbar nachdem dann diese Christen starben, diese Gebete plötzlich erfüllt wurden. Also Gott sammelt unsere Gebete und ist uns das bewusst, dass wenn wir beten, der Schöpfer des Universums und der Schöpfer und Lenker unserer Weltgeschichte, das, was wir, wenn wir es aus ehrlichem Herzen im Sinne Jesu
im Sinne Gottes beten, er aufnimmt und mit in seine Pläne einbezieht? In Offenbarung 5 lesen wir Folgendes. Als das Lamm, das aussah, als ob es geschlachtet wäre, gemeint ist Christus, zu dem ging, der auf dem Thron saß und die Schriftrolle aus dessen rechter Hand nahm, da fielen die vier Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Die Gebete der Heiligen, Heilige ist eine Bezeichnung im Neuen Testament für uns Christen, für Menschen, die Jesus ihr Leben gegeben haben und diesem Jesus nachfolgen. Die Gebete der Heiligen werden hier symbolisiert mit dem Räucherwerk, das Gott in goldenen Schalen vor dem Altar dargebracht wird, ebenso nochmal zu finden in Offenbarung 8, Vers 3. Also unsere Gebete werden am Altar Gottes im Himmel dargebracht, sind da gegenwärtig. Und wie geht es dann in Offenbarung 5 weiter? Ich lese da noch einige Verse, die folgen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Wesen und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und viel 1.000 mal 1.000. Die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Wesen sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Und mitten in diesem Geschehen, mitten dabei, die Gebete der Heiligen, symbolisiert mit diesem Räucherwerk in den goldenen Schalen. Ich möchte es mal so verstehen, die Gebete der Heiligen aus der Vergangenheit, die gebetet wurden, werden in diesem Szenario, sind auch dabei bei der Anbetung Gottes. Und wenn ich, so ging es mir jedenfalls beim Nachdenken darüber, wenn ich diese Worte aus Offenbarung 5 auf mich wirken lasse, dann frage ich mich schon, im Blick auch auf mich selbst, war und ist mir das bewusst, wenn ich zu Gott gebetet habe? Wie heilig, wie kostbar jeder einzelne dieser Augenblicke in meinem Leben bisher war, wenn ich betete? Ich habe mich gefragt, mit welcher äußeren und auch inneren Haltung habe ich oftmals so dahin gebetet. Ja? Und war mir dessen gar nicht bewusst, was das eigentlich geistlich bedeutet. Mal so schnell, nebenbei, gedankenlos, vielleicht sogar respektlos, schnell, dass man noch ein Gebet gesprochen hat, abgehakt. Ist sicherlich bei mir schon ein paar Mal vorgekommen, bei dir vielleicht auch. Und ich möchte daraus lernen, bewusster zu beten, mir dabei klar zu machen, dass es ein kostbarer, ein heiliger Moment ist, wenn ich zu Gott bete. Und daher nicht, und das ist mein zweiter Predigtgedanke, ein Beten aus Pflichtgefühl ist. Nämlich mein zweiter Gedanke lautet, Beten aus Pflichtgefühl führt in die Sackgasse. Ich hatte ja anfangs schon das schlechte Gewissen im Zusammenhang mit unserem Thema erwähnt. Das schlechte Gewissen, wenn wir unserer Pflicht wieder nicht nachgekommen sind oder irgendwelchen Sätzen, die sich vielleicht eingeprägt haben in uns. Als Christ, als guter Christ, musst du halt so oft und so viel und so lange beten. Kennt ihr das? Also ich denke, viele von uns sind mit solchen Aussagen und Maximen aufgewachsen, geprägt davon gewesen. In dem Sinn, als ein guter Christ musst du täglich ein ganz bestimmtes Pensum
vielleicht noch zu ganz bestimmten regelmäßigen Zeiten dein Gebet üben und pflegen und tun. Und wenn du es nicht schaffst, dann stimmt mit dir was nicht. Dann kriegen wir ein schlechtes Gewissen. Und dann liest man vielleicht noch fromme Bücher, in denen ein besonders frommer Gottesmensch oder Missionar vorgestellt wird, der genau das gemacht hat zu jeder Stunde, ja, gebetet hat, stundenlang, früh morgens oder schon früh nachts. Ich wundere mich immer, wenn ich das so gelesen habe, und wenn Leute um 3.30 Uhr aufstehen und dann 2 Stunden beten, ja, frage ich mich immer, wie geht das, wie funktioniert das im Alltag? Ja, und dann denkt man manchmal, so musst du es ja auch machen, um so ein guter, von Gott gesegneter, gebrauchter Christ zu werden. Und ich habe mal in einem Buch gelesen, dass so ein frommer Missionar wirklich jede Stunde bewusst gebetet hat, eine Zeit lang. Und damals habe ich gedacht, so musst du es auch machen oder probieren. Und dann, wenn du es schaffst, dann erfährst du einen besonderen Segen Gottes. Und ohne Scherz, ich habe mir damals, das ist schon lange her, die Zeit, wo diese digitalen Quarzuhren in waren, kennt ihr vielleicht noch, ja, so eine Uhr hatte ich, die habe ich dann einprogrammiert, jede volle Stunde hat die gepiept, damit ich erinnert werde und dann bete. 1-2 Minuten vielleicht, vielleicht auch nur 1 Minute, keine Ahnung. Ja. Eben, um dann jede Stunde mein Gebet zu sprechen. Das war eine gewisse Pflichterfüllung. Und ich glaube, nach zwei, drei Tagen habe ich das Experiment dann abgebrochen. Weil es zu einem Beten aus Pflichtgefühl wurde, begleitet von dem ständigen Versagensgefühl. Ja? Du hast es wieder nicht geschafft. Und genau das führt in die geistliche Sackgasse. Weil es beim Beten nie darum geht, eine Norm zu erfüllen. Darum geht es beim Beten nicht. Eine bestimmte Norm, eine fromme Norm zu erfüllen, etwas zu machen, was Gott von mir erwartet oder verlangt. Und wenn ich es nicht geschafft habe, dann geht es mir schlecht, dann habe ich schlechtes Gewissen. Und wenn ich es geschafft habe, dann kann ich glücklich und froh sein und einen Haken dran machen. Ja? Also so ähnlich wie bei meinem Krafttrainingswochenprogramm, das ich abarbeite, nicht immer. Aber wenn, dann mache ich da den Haken hin und freue mich. Aber genau das ist Beten nicht, nicht aus Pflichtgefühl und nicht als Pflichterfüllung. Das macht, behaupte ich, müde und lustlos, wenn wir Beten so verstehen. In der vergangenen Woche erschien eine IDEA-Meldung. EKD-Ratsvorsitzende beklagt Gottesmüdigkeit. Ich habe mich gefragt, macht Gott müde? Gottesmüdigkeit? Bringt er bei mir vielleicht nur noch ein müdes Lächeln hervor? Ich behaupte, wenn dich Gott müde macht, dann wirst du auch gebetsmüde. Bist du gebetsmüde? Man hört ja seit vielen Jahren, auch wenn wir unsere frommen Zeitschriften lesen, kommt das immer wieder vor. Christen sind gemeindemüde, sind gottesmüde, gebetsmüde, was auch immer. Burnout, so ein geistlicher Burnout. Ich denke, wir dürfen durchaus mal müde sein in diesen Dingen. Gott hat damit kein Problem, er kennt uns, er kennt unsere Schwachheiten. Wir dürfen das mal sein, aber das Problem wird es dann, wenn es ein Dauerzustand wird. Weil dann schläft unsere Gottesbeziehung ein. Dann werden Gott und Glaube langweilig, einschläfernd. Wisst ihr, wie die seit Jahrzehnten die verfolgten Christen in anderen Erdteilen die Kirche im Westen, in der westlichen Welt nennt? Weiß das jemand? Die schlafende Kirche. Die schlafende Kirche. Die verfolgten Christen seit Jahrzehnten sprechen, wenn sie über Christen in der westlichen Welt, so wie wir hier in der westlichen Welt leben, sprechen von der schlafenden Kirche. Die kriegen ja gar nicht mit, was passiert, wenn Menschen
Jesus nachfolgen konsequent. Die kriegen gar nicht mit, welchen Preis das kostet für viele. Die schlafen und dämmern so vor sich hin, machen sich's bequem, während andere ihr Leben verlieren, verfolgt werden, größtes Leid für Jesus durchmachen. Und der Apostel Paulus hat zum Beispiel die Thessalonicher nachzulesen, 1. Thessalonicher 5, 5 und 6, eindringlich angeschrieben, sie versucht wach zu halten mit folgenden Worten: Ihr alle lebt im Licht, ihr gehört zum hellen Tag und nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Darum lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Wir wollen hell, wach und nüchtern bleiben. Also nicht so vor uns hin dämmern, geistlich gesehen, sondern hell wach bleiben. Die anderen dämmern alle und schlafen. Ja? Die nicht zum Licht gehören, die in der Finsternis gefangen sind, die checken nichts, die schlafen. Aber ihr doch nicht. Die Begründung ist, weil ihr zum Licht gehört, zum hellen Tag gehört und nicht zur Nacht und zur Finsternis. Weil ihr zu Jesus gehört, der sich ja selbst als das Licht der Welt vorgestellt hat und sagt in Johannes 8,12, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren. Wir gehören zu Jesus, dem hellen Morgenstern nach Offenbarung 22,16. Und ich habe mich gefragt, kann man im hellen Licht, im Schein des hellen Morgensterns schlafen? Normalerweise nicht, aber manchmal schon, ne? Wenn wir nicht total übermüdet sind, wenn wir völlig am Ende sind. Aber das, sagt ja Jesus, soll ja nicht sein. Kommt her zu mir, die ihr alle müde und mühselig beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch neues Leben, neue Kraft, neue Power geben. Eigentlich widerspricht sich das, im Hellen zu schlafen, als Christen geistlich gesehen zu schlafen. Wenn also heute so viele Christen in der christlichen Welt so müde sind, gottesmüde, gebetsmüde, bibelmüde, gemeindemüde, ja dann freut sich der Gegenspieler Gottes, ja, lacht sich ins Fäustchen, hat sein Ziel erreicht, lässt uns in Ruhe weiterschlafen. Ja. Er lässt uns auch in dem Irrtum, dass es bei dem Glauben darum geht, bestimmte Dinge zu tun mit Pflicht und Disziplin. Und wenn es schon nicht klappt, wie es eigentlich klappen sollte, zumindest so zu tun und einander vorzuspielen, dass es bei mir klappt. Ja? Und ich habe manchmal den Eindruck, dass in Gemeinden genau dieses Spielchen betrieben wird. Alle spielen einander vor, bei mir ist alles gut, bei mir klappt alles. Und keiner traut sich mal ehrlich, sich zu outen. Bei mir funktioniert das nicht mit dem Beten oder Bibellesen. Oder etwa sich zu outen, ich bin ein Sünder, ich habe gesündigt. Oh, dann gucken alle auf, was, wir haben einen Sünder. Ja? Und eigentlich ist die Mehrzahl davon betroffen. Aber alle spielen einander was vor, bei mir ist alles gut und in Ordnung. Und innerlich sind bei diesem Spiel fast alle müde, erschöpft, ausgebrannt und unglücklich. Ich weiß nicht, male ich zu schwarz? Ja, ne? Bei uns ist es nicht so, ne? Oder könnte es vielleicht doch vielerorts genau so sein oder zum Teil so sein? Ich dachte, ich spreche es einfach mal an, was mich bewegt und was mir Gott aufs Herz gelegt hat. Dritter und letzter Gedanke, ich habe ihn so genannt, drittens, zwischen Beten lernen und Gott lieben. Und vielleicht ist mein wichtigster Satz heute Morgen, es geht nicht um Pflicht, nicht darum, etwas richtig oder regelmäßig zu tun, sondern es geht um deine Liebesbeziehung zu Gott. Noch einmal. Es geht nicht um Pflicht, nicht darum, etwas richtig und regelmäßig zu tun, sondern es geht um deine Liebesbeziehung zu Gott. Den, der dich unendlich liebt, für den du
einzigartig und kostbar bist, der immer wieder sehnsüchtig auf dich wartet und nach dir Ausschau hält, so wie dieser liebende Vater im Gleichnis von dem verlorenen Sohn Ausschau nach seinem verlorenen Sohn hält. Es geht darum, diesen Gott, der dich so unendlich liebt und dich in seine Arme schließen will, zurückzulieben, ihn immer tiefer kennen und lieben zu lernen. Und genau darum geht es auch bei unserem Thema Gebet. Es geht nicht darum, dass ich das so und so viel Mal mache am Tag und der Form und den Worten. Es geht um die Liebesbeziehung zu Gott. Das wichtigste Gebot, das nach den Worten Jesu unser Leben prägen soll, nämlich Gott von ganzem Herzen, mit aller meiner Kraft und meinem ganzen Verstand zu lieben und den Nächsten wie mich selbst. Nochmal zurück zu meinem Beispiel mit der Quarzuhr, die zu jeder vollen Stunde piepst, damit ich dann ja ein Gebet spreche. Stellt euch mal eine Liebesbeziehung vor zwischen Mann und Frau. Könnt ihr das? Und jetzt stellt euch vor, die Frau würde von ihrem Mann verlangen oder erwarten, zu jeder vollen Stunde hast du mir eine SMS zu schicken oder mich anzurufen, da will ich hören, ich liebe dich. Ich kann mir vorstellen, dass das beim Mann ganz schön viel Angst und Druck erzeugt, ja nicht die nächste Meldung zu versäumen, also je nachdem, welche Frau er hat, ne? Kann das ganz schön zum Kampf werden. Und ganz ehrlich, so etwas, bin ich der Meinung, tötet eigentlich die Liebe ab, ne? So eine Erwartung und so ein Tun. Ich könnte mir auch vorstellen, es gibt ja ganz findige Männer, die sich damit auskennen. Die würden wahrscheinlich eine Automatik programmieren, dass jede Stunde automatisch so eine Liebesmeldung an die Frau kommt, ne? Damit sie das abhaken können und sich mit anderen Dingen beschäftigen können. Und mit der KI, ja, mit der KI dürfte das sicherlich heutzutage noch einfacher sein, vor allem noch kreativer, ne? Weil die KI, die kann sich dann immer neue Worte ausdenken. Ne? Ja. Genau. Also darum geht es nicht, dass ich etwas Bestimmtes immer tun muss, sondern es geht um diese Herzensangelegenheit, dass ich freiwillig ohne bestimmte Erwartungen und Methoden von Herzen Gott liebe. Und dann habe ich automatisch Zeit, denn wer liebt, hat Zeit. Ich war schon versucht zu sagen, wer liebt, braucht keine Zeitpläne. Und dann dachte ich im nächsten Gedanken, wobei Zeitpläne durchaus auch sinnvoll sind in der heutigen Termin- und Anforderungschaos-Zeit und Welt. Da ist es vielleicht schon sinnvoll, auch das einzuplanen, aber nicht nur stur nach Plan zu gehen. Ja? Also wer liebt, ist kreativ. Wer liebt, ist spontan. Wer liebt, überrascht auch. Und wer liebt, lässt es sich auch einiges kosten, den anderen zu erfreuen. Und in diesem Sinne und in diesem Geist möchte ich auch das Gebet verstanden wissen. Dass es nicht um Schemen geht, um Formen, um Gesetze, um Pflichterfüllung, die wir abhaken müssen, sondern dass wir natürlich auch Zeiten finden und einplanen, um mit Gott ins Gespräch zu kommen, ihn tiefer lieben und kennenzulernen, aber dass es auch ganz spontan, ungeplant gehen kann, dass es mich was kostet, dass ich kreativ bin, dass da keine Langeweile, keine Monotonie, keine Stupidität aufkommt, sondern dass es etwas Lebendiges ist, weil ja Gott ein lebendiges Gegenüber und ein lebendiges Wesen ist, auch wenn wir es nicht sehen können. Ja? Das ist der Nachteil gegenüber Menschen, manchmal auch der Vorteil. Ja, mein Herz und meine Ehrlichkeit sind wichtiger als wohl überlegte Worte und Formulierungen und eine bestimmte fromme Form. Und da kann auch ein Stottern und Stammeln aus ehrlichem und liebendem Herzen Gottes Herz mehr in Bewegung setzen als ein rhetorisch perfekt formuliertes Gebet. Das ist meine Überzeugung. In meiner allerersten Gemeinde, in der ich Pastor war,
hatten wir so eine Person, die konnte perfekt, rhetorisch perfekt, mit gewaltiger, klarer und lauter Stimme beten. Und hat das in den Gottesdiensten auch immer wieder gemacht, in Gebetsgemeinschaften. Und wisst ihr, was da passiert ist? Wenn der dann betete, irgendwann als Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter, egal, oder auch als Erster, nach ihm hat keiner mehr gebetet. Weil alle so klein waren und gedacht haben, so kann ich nicht beten, ich schweige jetzt lieber. So ein tolles Gebet, so ein vollmächtiges, überzeugendes Gebet, nee, da bin ich draußen, ohne mich. Ja? Gott möchte deine Liebe und dein Herz, das genügt. Das müssen keine großen Worte sein, keine tollen Formulierungen. Das Herz, die Liebe. Ich habe ja diesen Punkt überschrieben zwischen Beten, Lernen und Gott lieben. Ja, man kann auch auf diesem Hintergrund der Liebe und der Liebesbeziehung einiges lernen, was das Beten betrifft. Genauso wie man ja auch einiges lernen kann und ich glaube auch sollte in einer menschlichen Liebesbeziehung, in einer Partnerschaft. Da gibt es auch eine ganze Menge zu lernen, damit es dann besser, liebevoller läuft. Und so ist es auch im Blick auf das Gebet und im Blick auf den Glauben an Gott. Und ich möchte in meiner nächsten Predigt, in meiner zweiten Predigt über das Gebet genau an dieser Stelle anknüpfen und weitermachen, dass wir uns in der nächsten Predigt näher anschauen, was wir lernen können, was uns helfen kann, in unserer Gottesbeziehung und in unserem Gebetsleben zu wachsen. Heute mal soll es das genügen. Ich fasse zusammen. Wen oder was betest du an? Ist dir bewusst, wie kostbar und wertvoll deine Gebete sind und dass sie vor dem Thron Gottes gesammelt und Gott dargebracht werden? Hoffentlich empfindest du das Beten nicht als lästige Pflichterfüllung, sondern erlebst es als ein beglückendes Vorrecht einer wunderbaren Liebesbeziehung zu unserem großen, heiligen Gott, der aber in gleicher Weise auch der nahbare, liebende Vater ist, der tröstende Vater, der dich immer wieder in seine Arme schließt. Das jedenfalls wünsche ich dir von ganzem Herzen. So vielleicht wieder ganz neu das Beten zu erleben und wenn es so nicht ist, Gott einfach darum zu bitten. Hilf mir, dass ich einen solchen Liebeszugang zu dir bekomme und dass das Beten wieder eine wahre Freude und ein Lebenselixier, ein Glücksbrunnen für mich werden kann. Amen.